Schluckwech ist ein Pokémon mit dem Typ Gift, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Schluckpuck. Schluckwech ist ein mittelgroßes, breit gebautes Pokémon, das dunkelviolett, schwarz und gelb auftritt. Fast der gesamte Körper färbt sich dunkelviolett, Ausnahmen bilden die gelben Barthaare und die schwarzen rautenförmigen Muster um die Taille. Schluckwech hat einen zylindrischen Körper, einzig der Kopfbereich ist abgerundet. Das Gesicht besteht aus den kleinen runden und hellroten Augen, den beiden Barthaaren und dem kleinen Mund, welcher sich bei Bedarf auf ein Vielfaches vergrößern lässt. An den Seiten sind die beiden Hände zu sehen, die unmittelbar am Körper wachsen. Sie bestehen aus drei sehr dicken Fingern. Das Pokémon bewegt sich mittels eines großen Fußes fort, welcher selbst nicht sichtbar ist. In der Shiny-Form ist der sonst dunkelviolett gefärbte Körper hellblau gefärbt. Schluckwech ist ein langsames, nicht besonders starkes Pokémon, das jedoch verhältnismäßig robust ist. Der Magen dieses Pokémon enthält eine gefährliche giftige Säure und aus seinen Poren versprüht es ein höchst giftiges Gas. Indem es Giftattacken wie Säurespeier oder Toxin einsetzt, schadet es seinen Gegner. Es beherrscht außerdem einige Statusattacken wie Magensäfte oder Giftwolke und Normalattacken wie Verzehrer und Entfessler. Schluckwechs Fähigkeit Kloakensoße verhindert, dass gegnerische Kraftpunkte absorbierende Attacken genutzt werden können, um die Kraftpunkte des Gegners zu regenerieren. Stattdessen schaden sie diesem. Des Weiteren verhindert die Fähigkeit Klebekörper, die einige andere Schluckwech besitzen, dass Gegner dem Magen-Pokémon das getragene Item gewaltsam entfernen. Die bei nur wenigen Schluckwech aufzufindende versteckte Fähigkeit Füllerei bewirkt, dass es Beeren, die für gewöhnlich erst bei 25% der maximalen Kraftpunkte verzehrt werden, bereits bei 50% der maximalen Kraftpunkte verzehrt. Schluckwech lebt an dunklen Orten wie Ruinen, Höhlen und Dschungeln. Aus seinen Poren verspritzt es ein höchst giftiges Gas, um seine Gegner zu schwächen und sie anschließend mit seinem riesigen Maul hinunterzuschlucken. Mit diesem ist es sogar in der Lage, ganze Reifen in einem Schluck zu verschlingen. Im Magen von Schluckwech wird eine Säure produziert, die alles zersetzen kann, außer den Magen selbst. Dabei ist Schluckwech der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Schluckpuck auf Level 26. Die breite, rundliche Form mit rautenförmigen Muster, welche das hauptcharakteristische Merkmal von Schluckwech darstellt, wird nach der Entwicklung beibehalten. Der Körper der Vorentwicklung Schluckpucks Körper ist grün. Sein Rücken schmückt eine schwarz-rautenförmige Färbung, diese vervielfacht sich nach der Entwicklung um die Taille des nun violetten Körpers und es zieht sich nun ein schwarzer Gürtel aus Rauten drumherum. Am Kopf trägt Schluckpuck ein gelbes Element in Form eines Horns am Kopf. Dieses gelbe Element ist nach der Entwicklung im Gesicht zu sehen. Schluckwech besitzt zwei lange gelbe Barthaare. Während Schluckpucks Körper fast nur aus einem Magen besteht, stellt Schluckwech einen Giftbeutel bzw. einen Giftsack dar, wie er bei giftigen Tieren und Insekten vorkommt. Und mit dem Typ Gift nimmt es halben Schaden gegen Kampf, Gift, Käfer, Pflanzen und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Boden- und Psychoattacken und der Rest macht normalen Schaden.